Hi, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video geht es darum, wie man Gleichungen dritten Grades lösen kann. Das heißt, Gleichungen, bei denen der höchste Exponent von x oder der Variablen, die eben auftaucht, eine 3 ist. Ich zeige dir heute, wie das mit der Methode des Ausklammerns funktioniert. Diese Methode ist nur dann wirksam, wenn du eine Gleichung vorliegen hast, die in dieser Art, also von dieser Art ist. Das heißt, du hast irgendein a mal x hoch 3 plus b mal x Quadrat plus c mal x ist gleich 0. Es ist wichtig, dass in jedem Summanden mindestens einmal der Faktor x vorkommt, sonst macht es keinen Sinn, x auszuklammern. Also sonst vereinfacht man sich eben die Gleichung nicht. Das heißt, wenn man hier hinten noch plus eine 2 oder plus irgendeine Zahl hätte, dann hätten wir hier einen Summanden, der nicht den Faktor x enthält und man könnte eben nicht ausklammern. Beziehungsweise man könnte ausklammern, aber das wird einen auf jeden Fall nicht weiterbringen. Genau, also das ist wichtig. A, B und C werden irgendwelche Zahlen sein, können unter Umständen auch 0 sein. Ja, wenn du nämlich jetzt eine Gleichung dieser Art vorliegen hast und ein x ausklammerst, dann erhältst du die Gleichung x mal Klammer auf a x Quadrat plus b x plus c Klammer zu ist gleich 0. Also nochmal kurz, falls du unsicher sein solltest, wie man ausklammert. Also wenn ich den Faktor x hier rausholen möchte aus jedem Summand, muss ich mir überlegen, was ist das Ergebnis, wenn ich jeden Summand durch x teile. ax hoch 3 geteilt durch x ist ax Quadrat, bx Quadrat geteilt durch x ist b mal x und c mal x geteilt durch x ist eben c. Also so kommt man da drauf. Jetzt haben wir hier ein Produkt vorliegen. X mal irgendwas ist 0 und das ist gut, denn jetzt können wir den Satz vom Nullprodukt anwenden. Der besagt uns, dass ein Produkt nur dann 0 werden kann, wenn einer der Faktoren 0 ist. Das heißt also, es reicht jetzt aus, sich zu überlegen, wann wird der erste Faktor 0? Also wann wird x 0? Das ist relativ einfach, eben genau dann, wenn man für x 0 einsetzt. Deswegen erhalten wir hier schon die erste Lösung. Und dann muss man sich noch überlegen, wann wird a mal x Quadrat plus b mal x plus c 0? Das sieht man nicht direkt auf den ersten Blick. Wenn man hier jetzt durch a teilt, hat man eine solche Gleichung vorliegen und auf diese Gleichung kann man dann die PQ-Formel anwenden. Also durch a geteilt habe ich dann die Gleichung x² plus b durch a mal x plus c durch a ist 0. Jetzt ist eben mein p b Atel und mein q ist c durch a und dann setze ich das ganz normal in die PQ-Formel eben ein und bekomme dann noch die zweite und die dritte Lösung für x heraus. Genau, im Normalfall erhält man eben 3 Lösungen. Okay, das Ganze zeige ich dir jetzt noch an einem Beispiel. Wir haben die Gleichung x hoch 3 minus 6x² plus 8x ist 0. Du kontrollierst erstmal, gibt es in jedem Summanden den Faktor x, dann macht es Sinn auszuklammern. Das ist hier der Fall. X hoch 3 minus 6x² plus 8x, also jeweils ein x mit dabei. Jetzt klammern wir das x aus, dann halten wir die Gleichung x mal, Klammer auf, x² minus 6x plus 8, Klammer zu, ist gleich 0. Jetzt können wir wieder den Satz vom Nullprodukt anwenden. Das heißt also, wir überlegen uns, wann wird der Faktor 0, wann wird der Faktor 0. X wird 0 genau dann, wenn wir für x eben 0 einsetzen. Das heißt, die erste Lösung ist schon mal 0. Dann müssen wir noch die Gleichung x² minus 6x plus 8 gleich 0 lösen. Hier haben wir jetzt bereits... Also hier haben wir keinen Faktor vor dem x². Das heißt, wir können die PQ-Formel direkt anwenden. Hier beispielsweise hatten wir noch den Faktor a vor dem x². Deswegen mussten wir die Gleichung erstmal durch a teilen. Denn um die PQ-Formel anzuwenden, darf man hier vorne keinen Faktor vor dem x² stehen haben. Okay, unser p ist in unserem Fall hier minus 6 und q ist plus 8.
Dann ergibt sich für die PQ-Formel das x2,3. Also hier muss man x2,3 schreiben, weil eine Lösung haben wir ja schon. Also die zweite und dritte Lösung für x ist minus p halbe, also minus minus 6 halbe, plus minus Wurzel aus p halbe, also minus 6 halbe im Quadrat, minus q, also minus 8. Minus minus, das kürzt sich raus, dann bleiben 6 halbe übrig, 6 halbe sind einfach 3. Genauso hier haben wir minus 6 halbe sind minus 3, das quadriert gibt 9. Der Rest bleibt stehen. Jetzt haben wir hier unter der Wurzel 9 minus 8 stehen. Das können wir ausrechnen, das ergibt 1. Und dann eben noch zum Schluss 3 plus minus 1. Für x2 ergibt sich dann die Lösung 2. Da rechnen wir nämlich 3 minus 1, das ist 2. Für x3 haben wir die Lösung 4, denn 3 plus 1 gibt eben 4. So, damit haben wir drei Lösungen ermittelt und können die Lösungsmenge eben für die Gleichung aufschreiben. Die Lösungsmenge ist Mengenklammern, die Menge, die aus den Zahlen 0, 2 und 4 besteht. Genau, das war's dazu, wie man Gleichungen dritten Grades lösen kann, indem man ein x ausklammert oder eben die entsprechende Variable. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Video mit dabei. Bis dann!